Geht's? Jo. Grüße, jo. Besser. Man sieht, ich habe Kopfhörer auf. Das heißt, jemand ist mit mir in diesem Video. Deswegen begrüße ich Neo Kamui. Hallo. Jo, wir haben uns hier zusammengefunden, da ich gestern jetzt endlich mal... Yep. Mein erster Kinobesuch seit langem für Ghost in the Shell. Ah, und es war übrigens auch mein allererster 3D-Kinobesuch aus irgendeinem Grund. Ich bin also quasi jetzt auch 3D entjungfert. Ich habe mich lange genug dagegen gewehrt. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es hat mich nie interessiert. Und auch jetzt muss ich sagen, 3D hat mich bei weitem nicht so beeindruckt, dass ich sagen würde, boah, das brauche ich jetzt in meinen Filmen. Weil ich schaue mir lieber gute Filme ohne 3D als schlechte Filme mit 3D. Was uns jetzt zu diesem Film bringt. Eine Menge Leute haben ja schon anscheinend, ich habe mich jetzt nicht wirklich gespoilert lassen, das letzten Tage, bevor ich im Kino war. Jetzt habe ich über die letzten paar Stunden mir ein paar Reviews angehört. Und meine Güte, gehen die Meinungen auseinander. Von Leuten, die ich eigentlich für kritischer gehalten habe, ist es eigentlich sehr positiv rübergekommen. Von sehr vielen anderen Leuten ist es wiederum sehr viel Negatives gekommen, wo ich gedacht habe, okay, die sollten das eigentlich nicht so sehen. War recht interessant, aber alle sind mehr so auf der Naja-Schiene. Selbst die extrem kritischen. Was ich komisch finde. Ich glaube, da einige sind da etwas, sagen wir, vergebungswürdig. Persönlich muss ich auch sagen, ist Ghost in the Shell eine gute Adaption? Ja. Ist es ein guter Film? Nee. Es ist kein guter Film, es ist ein okay Film. Okay? Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Neo, hast du was zu sagen, bevor ich jetzt richtig loslege? Ja, ich würde sagen, andersrum. Es ist eine gute Adaption. Nein, es ist ein guter Film. Ja. Also bist du genau umgekehrt, meine Herren, das ist sehr gut. weil der Film ist einfach, der Film an sich ist toll. Das Dumme ist bloß, wenn du die Hintergrundstory kennst und die Genauigkeiten, die du als Film ja sehen möchtest und dann nicht siehst, das ist wie ein Tritt in den Arsch. Ja, das ist durchaus so. Da gibt es auch einen, der mir extrem wehgetan hat. Und der war wirklich einer von denen, wo ich so, gleich zu Anfang, die Erschaffung des Majors. Diese wirklich überall bekannt, seit das Random Project, eines der allerersten AMVs produziert, das ist ja dann zu der ganzen AMV-Krise. Ich bin kein großer Fan von AMVs übrigens, okay? Das sollten die meisten jetzt eh schon wissen. Als das damals rausgekommen mit King of My Castle, kam diese Szene so oft drinnen vor. Und das war eine von den ikonischsten Szenen, als der Major mehr oder zusammengesetzt wurde in der Fabrik. Ja, das ist im Moment, das ist aber kein, doch ist ein AMV, aber es ist ein professionell gemachtes Musikvideo. Ja. Lief auf MTV und allem. Das heißt, es war nicht in dem Sinne ein Fanmade-AMV, es war wirklich ein Musikvideo. Ja. Nicht mal ein Porn-Porn, sondern in dem Falle nur ein MV. Okay, kann man auch sehen. Aber es hat den ganzen AMV-Hype ausgelöst eigentlich in dem Sinn. Weil davor gab es das nicht. Davor gab es das nicht. Ich weiß das, ich war alt, ich war dabei. Okay, ich bin alt, ich war dabei. Und diese ikonische Szene, diese Zusammensetzung des Majors und da im Film nicht den ikonischen Soundtrack, den sie dafür haben, nein, nicht zu verwenden. Nein! Ja. Dieses und nicht einmal eine von den guten Sachen von diesen Synthpop-Sachen, sondern wirklich dieses wir haben ominöses Deus Ex Videospiel gedönst durch den ganzen Film, wo alle so groß, das sind eigentlich Soundtests auf irgendeinem MIDI Soundplayer normalerweise. Nichts, was auffallen würde, nicht was irgendwie so, wow, daran erinnert. Das ist ein Problem, das ich mit vielen Filmen momentan habe, dass sie einfach große Musikstücke der Vergangenheit aus den 70er und 80er Jahren nehmen, die als Main-Musikstück, man sieht, was Guardians of the Galaxy gemacht hat, die waren eine von den früheren, die dürften das, okay, von mir aus, aber jetzt machen es wieder mal alle, genauso wie vor Jahren, alle diesen Scheiß, Standbild. Was Michael Bay rausgebracht ist, ist dieses komische, die furzenden Trailer. Jetzt haben wir die Retro-Trailer, die keinen eigenen Soundtrack für ihre Filme mehr haben, sondern nur noch nachgespieltes oder original vertontes Material aus alten Musikklassikern, die andere schon wieder vergessen haben. Und hier haben wir nicht einmal das,
Hier haben wir MIDI Synthpop Digital Sound Shit, der nicht einmal wirklich auf der hämmernden Seite ist, wie eben im Deus Ex zum Beispiel, also im Spiel, sondern auch nur so Monoton im Hintergrund. Und ich so, warum? Massa. Ja, ich weiß, ich wollte es nur ausgebracht haben. Ja, fassen wir es einfach so zusammen, das kommt davon, wenn man den Soundtrack Steve Aoki überlässt, statt einem vernünftigen Komponisten, der in Japan an jeder Ecke sitzt. Ja. So. Nächster Punkt am besten. Aber der Soundtrack ist drin. Wo? Im Abspann. Im Ende. Ja, im Ende haben sie das Originallied, was wir am Anfang alle erwartet haben, packen die ins Ending, wo die Leute schon aus dem Kino gestürmt sind. Ja, die meisten waren aus dem Kino, ist halt draußen. Wir waren am Schluss, wir waren bis zum Ende drin, weil jemand mir gesagt hat, da ist noch was am Ende. Und ich so, was ist am Ende? Und April. Ja. Oh ja, gestern war ja der 1. April, da war ja was. Ja. Aber wie gesagt, die Musik. An jene, die mich da an der Nase gerufen hat, danke, ihr Wichser. Oh, aber, ja. Aber auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du kein Fan, wenn du das Grundmaterial nicht kennst, wenn du kein Interesse gehabt hast, den Anime anzuschauen oder auch nicht wirklich viel davon kennst, außer den Namen und ein paar Bilder, wirst du nicht sehr viele Probleme mit diesem Film haben. Es ist ein geradliniger, sehr westlicher Actionfilm. Für alle Fans ist es ein Tritt in die Eier, weil so viel aus so vielen Ecken des ganzen im Ghost in the Shell Universums genommen wurde, dass ich mir echt frage, wo sie am Ende damit hinwollen, wenn sie mehr davon machen werden. Weil ab jetzt können sie wahrscheinlich nur noch Original-Storylines schreiben, was sie wahrscheinlich sogar vorhatten, dass sie quasi, sie wollten einfach alles aus allen Gassen haben. Sie nehmen etwas aus dem Originalfilm, sie nehmen etwas aus den TV-Serien, aus dem zweiten Film, auch aus The Rise, das weiß ich jetzt auch schon. Und aus dem Second Film. Also die drei Filme, genauso wie Standalone Complex, First und Second Gig, und wurden verwurstet. First Gig haben sie sehr, sehr wenig verwurstet. Da kann es passieren, dass die nächste Episode der lachende Mann ist. Okay. Das ist aber schwer auf die Leinwand zu bringen. Der lachende Mann ist einer der komplexesten Fälle gewesen. Kuse, den sie jetzt schon verwurstet haben, wäre natürlich auch ein toller zweiter Film, Gegner gewesen, aber den haben sie jetzt versaut und das Aussehen von Kuse haben sie komplett verhackt. Dazu auch die Background-Geschichte der beiden Kuse und Morimoto. Wo ich so lustig finde, das hat noch niemand aufgebracht. Also ich habe extra deswegen nochmal geschaut, ob es wirklich jemand aufgebracht hat. In Ghost in the Shell, ich glaube im Second Gig, haben sie aufgebraucht, das Ganze, dass sich die Storyline nicht um die Vergangenheit des Majors kümmert. Weil es gibt eine ikonische, bekannte Episode, in der der Major in einem Antiquitätenshop über zwei Kinder Vollprothesen stolpert und die Besitzerin dieses Ladens ihr diese Geschichte erzählt. Und man so denkt, ist das ihre Backstory? Und sie mehr oder weniger als Ganze faltet einen Kreis, das sind so... Das ist nicht mehr meines. Und so quasi, ist das ja Backstory oder nicht? Die Serie sagt ja offen ins Gesicht, das interessiert uns nicht. Der Major braucht keine Backstory, Moment. Es geht darum nicht. Moment. Es ging dann aber in den letzten Folgen dann so, meine erste Liebe. Und da hat sie sich an ihre erste Liebe erinnert. Das hat man auch gemerkt, als sie in den Apfel gebissen hat, nicht nur Kuse. Ja. Weil Kuse kann ja gar nicht seinen Mund bewegen. Das fand ich ja sowieso peinlich, dass Kuse ganz normal reden konnte, nur spastisch wie ein Bekloppter, wo ich sagen muss, nope. Weil Kuse ist nicht... Kuse ist ein Soldat, der in Afghanistan und an den ganzen Grenzen gedient hat und dort einfach sich sein Gewehr gegen eine Kamera getauscht hat und dadurch sich unbeliebt gemacht hat. Das Lustige ist, diesen gleichen Fall gab es auch mit deutschen Soldaten, wo dann alle empört waren, weil die deutschen Soldaten Fotos gemacht haben. Nur Fotos. Das heißt, er hat immer irgendwo versucht, einen gewissen Realismus in die ganze Sache reinzubringen. Und jetzt haben sie die ganze Sache über den Haufen geworfen und den Major als Rebellen hinzustellen und Kuse ist der größte Dreck, den man machen kann. Aber, wie gesagt, und ich werde es hier nochmal sagen, bevor ich es wieder mal vergesse, wir haben hier Spoiler, okay? Ich werde es auch in den Titel reinschreiben, Spoiler. Okay, weil ich kack drauf, ob jemand ärgert oder nicht. Weil, ehrlich gesagt,
Wenn jemand sich solche Videos anschaut hier im Internet und dann sagt, ich bleib spoilerfrei, du kannst gar nicht spoilerfrei bleiben, ohne dir was zu erklären. Und dann ist jede Erklärung ein Spoiler. Und egal wie tief oder weniger, das Anschauen ist immer was anderes, als wenn dir jemand was erzählt, okay? Du kannst dir nicht erzählen lassen, was du sehen sollst. Du musst es selber anschauen. Ich hab den Begriff, wenn jemand aus... Was? Dazu kommt noch, die Wahrnehmung ist etwas anderes, wenn Bild und auch Stimmlage dabei ist. Das ist Emotion. Ja. Filme sind immer emotionsgeladen. Wenn ich mal ein paar positive Sachen zusammenstellen kann. Visuell haben sie wirklich das Beste rausgeholt, was ich bis jetzt gesehen habe in puncto Umsetzung. Und ich kann zum Glück sagen, dass wir jetzt zumindest visuell eine bessere Adaption haben als Speed Racer, was bis dato die beste Darstellung eines Animes im westlichen Bereich war. Einige Leute hassen das, wenn ich das sage, ich weiß, aber es ist leider das einzig wahre, witzigerweise, weil die Wachowskis haben das damals gut hinbekommen. Es ist deswegen kein guter Film, aber die da bringen, weil die meisten sich aufgekommen haben, das ist eine volle Verarschung von Speed Racer. Nein, ihr habt nur Speed Racer noch nie gesehen. Weil wenn man Speed Racer die Serie kennt und die war ziemlich... Hallo, die ist aus den 60er und 70er Jahren. Okay, und hat auch noch neuere Sachen gehabt, ja. Aber die Originalserie von Speed Racer war so, dass es eben eine recht kitschige und sehr verwachsene Storyline war im japanischen Bereich schon. Und die Wachowskis haben einfach nur weniger eine 1:1 Kopie hergestellt mit westlichen Schauspielern. Und visuell und charaktermäßig haben sie sich so nah rangearbeitet, wie es nur ginge. Und hier kann ich sagen, zumindest visuell und charaktermäßig, auch wenn ein Haufen der Charaktere nur mehr Windowdressing an der Seite sind, was dich vor allem, Neo, wahrscheinlich am meisten geärgert hat, auch noch ein bisschen. Du meinst die Visualität und dann auch die Authentizität, ganz besonders, wenn es um Waffen, Kleidung und auch teilweise um den Background des Charaktere geht? Ja. Ja. Nein, wir können nicht den originalen Anzug aus Arise nehmen. Wir geben einen komischen Filz-Overall, weil ist ja nur ein paar Sekunden im Kinofilm. Es war kein Filz, es war dieses hässliche Kunstsarton. Ah, okay. Ich dieser Besonstoff, der sich auch noch aufbläht, dass sie aussah wie so ein Baymax-Schnitt. Ja, ich wollte gerade sagen, wow, hat die zugelegt. Sehr unvorteilhaft, muss ich sagen. Das Schlimmste ist... Das muss man sagen, ist auch drinnen. Das Schlimmste ist, dieser Bikesuit wurde von Louis Vuitton extra entworfen. Das Ding kann man kaufen. Mhm. Genauso wie dieses wunderschöne rote Bike, was sie hat. Nein, dann nimmt man ein Schleichwerbung Honda Bike, obwohl das Konzeptbike von Motoko auch von Honda ist. Leute, Akira hat Zor gemacht, warum kriegt er es jetzt nicht hin? Weil sie so ranklammern an das Original, aber trotzdem was Eigenes zu machen versuchen, ist immer so ein absolutes Lustgeschäft. Ist immer schon gewesen. Zum Glück muss ich sagen, Aramaki, untainted und badass, zum Glück für die wenigen Sachen, die drinnen ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie ihn nicht eingedeutscht, schrägstrich überhaupt einen Dubbing verpasst habe, sondern nur Untertitel. Was eine Menge Leute im Kino, als ich drin war, so... Als auf einmal Untertitel aufgetaucht sind. Dann sage ich, ihr müsst jetzt lesen. Oh, da haben einige... Das Einzige, was wahrscheinlich die allerwenigsten Fans stört, was mich aber ein bisschen gejuckt hat, war der fehlende Bart. Weil zu Aramaki gehört nun mal leider der Serie der Bart. Ich weiß doch nicht. Ja, ich weiß. Aber ich finde den Aramaki wirklich als einen der besten Charakter in der ganzen Adoption. Ja, vor allem, er kommt badass rüber, also quasi voll mal den Spruch los. Er sagt den Satz wenigstens. Schick keine Schafe, wenn du den Wolf, den Fuchs jagen willst. So, das Allerbeste war immer noch, als dieser Cutter von Haka in Industrials, was ja auch eigentlich die Firma, die hätten ruhig die Originalfirma des Puppet Masters übernehmen können und die Originalnummer 2501 und nicht 2571. Aber egal, Kleinigkeiten. Ist nicht typisch, wir können nicht zu nahe ran, weil wir wollen ja noch was anderes machen wahrscheinlich. Deswegen. Ja. Als er dann am Aramaki gedroht hat, hat er gesagt, sie sollten aufpassen, wen sie drohen, Mr. Cutter. Denn ich und ihr stehe dem Premierminister, nicht ihnen. Mhm. Da war schon klar, dass es Ärger gibt. Der Cutter war da schon angepisst.
Also von daher, Aramaki ist einfach Aramaki. Du kannst vor ihm stehen und Milliarden von Euro haben. Du kannst ihn drohen, dass du ihm den Sahan abdrehst und er sagt, mach doch. Ja. Der Typ Das ist einfach genial. hat Titaneier, okay? Nix ist härter. Nix ist härter. So quasi. The man of iron board. Ja, ungefähr so, ja. Und das haben sie wenigstens richtig rübergebracht, weil sagen wir so, ja, das wollte ich haben. Mein Boy. Ja, und das hat, also der hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Wie gesagt, Was mich eine. aber auch gefreut hat, war Batos 90% Umsetzung. Also Bato haben sie wirklich nicht schlecht gemacht. Das Einzige, was mich geärgert hat, ist, dass er keinen vollprothetischen, die haben ihm Motoko als einzigen vollprothetischen Körper gegeben und sie, fast bis zum Ende Maiwa genannt. Wo ich mir denke, nein! Maiwa, ich war schon fertig. Ich war fertig Ja. mit den Nerven, als ich den Namen das erste Mal gehört habe. Da habe ich schon gedacht, that's white shit. Ja, na, und dann machen sie daraus noch einen Plotpoint. Was ich jetzt gesehen habe, was Leute beim ersten Trailer schon gesagt haben, okay? Und bei den ersten Bildern schon, dass sie genau das machen werden. Und bitte mach das nicht, das ist so dumm und so peinlich. Nein, weil jetzt kommt's, und weh, jetzt hilft sich auf, weil ich sag nochmal, jetzt kommen Spoiler auf ein Level, wo Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber das Grundmaterial kennen und die Originalmaterialien lieben. Das ist Bullshit auf einem Level, wo du sagen musst, wow. Motoko Kusanagi ist in diesem Film. Und sie ist der Major. Und sie ist ein kleines, 15-jähriges Mädchen. 17-jährig, aber trotzdem. 15. Was? Ja, Na. trotzdem. Ja, Ja, an dem Punkt trotzdem. ist sie 17, ja, von mir aus. Oh. Zumindest ein 17-jähriges Mädchen, was nur programmiert wurde und nicht trainiert. Dazu, sie hat wirklich noch einen Elternteil. Sie hat Erinnerungen, die sie normalerweise gar nicht mehr hatte. Sie hat Sachen, wo ich mir denke, nein, das ist doch beballert. Dazu. Die Cyber-Kör, das Dümmste war, dass sie die erste vollkybernetische Prothese hat, wo ich mir denke, yo, Ja, vor weil die was sollte Vorstellung. das zum Beispiel? Kybernetik im Ja, man. Vollbereich war an diesem Punkt bereits mehr oder weniger ausgeschöpft. Sie sind einfach nur die militärische Weiterentwicklung dessen und nicht erste ihrer Gab Art. Oh. zur Hölle, es gab ganz andere. Es gab eigentlich, da haben sie die Puppet Master Theorie aufgefasst. Und versauen sie dann mit Kuse. Und Kuse, ein Ex-Soldat, ein Ex-Elite-Soldat, mit einer Prothese, mit der er nicht mal sprechen kann, weil sein Mund sich nicht bewegt, weil die speziell designt wurde für ihn. Das Ding ist abgelaufen. Kuse war einer der besondersten Menschen dazu. Ruhig, der war wie Kusanagi. Ruhig. Dazu nie auf Rache aus. Und auf einmal sind beide auf Rache aus. Als ich das alleine im Header gelesen hatte, habe ich mir schon gedacht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und doch, sie machen es. Also, ne, und na, ist einfach so, du merkst dann, weil alle gesagt haben, es ist gut, aber es ist ein bisschen dumm. Ne, ne, es ist sehr dumm, okay? Es ist sehr dumm. Es ist ein sehr dummer Film. Okay, er ist sehr runtergenommen. Er ist überladen. Er hat viel Fanservice für alle, die eben Fans sind. Und zum gleichen Teil haben sie eben auch genauso gut, quasi, halte dir was unter die Nase. Wir haben das letztes Mal schon besprochen, als wir das erste Mal versucht haben zu filmen, jetzt gerade. Halte dir etwas Wohlriechendes unter die Nase und schau mal, riech mal dran. Und dann kommt der Holztippel, BOM, auf den Kopf. Oder tritt in die Eier, wie du es gemeint hast damals. Oder Ja, lass mir die mit der Furzallegorie hübschen raus. Frau. Lass mir Die die hübsche Furzallegorie. Frau. Die dir ins Gesicht furzt. Nein, die dir in die Eier tritt. Und es ist Ja. wirklich, du kriegst etwas Creme de la Creme-mäßiges serviert. Das Grundkonzept lecker. Und dann aber die Garnierung. Bleh. Ja. Das ist so, als wenn du auf eine Schwarzwälder Kirschtorte einen Hering drauf packst. Einige Leute stehen drauf. Bin mir ziemlich sicher. Ich meine, es ist nicht auf jeden Fall, es ist nicht die Offenbarung. Es Auf alle Fälle nicht. funktioniert. Es Ja. ist kein, es ist kein Geniestreich, dafür ist es zu dumm. Es ist zu viel Fanservice, mehr als du als Fan ertragen könntest, vor allem weil sie eben den Fanservice so reinpacken, dass du mehr oder weniger nicht nur fragst, warum ist das drin? Alleine die Szene mit dem komischen Geisha-Bot, wo sie sagt, Hilfe, hilf mir. Okay, das ist nur drinnen, weil es im zweiten Film Innocence drin war. Nur deswegen. Genauso wie das mit den Hunden, wo, gut, wo ist ein Hundefreund?
Aber die Hunde gehören in den zweiten Film, genauso wie so einige andere Sachen, was auch Hunde als sind immer Weibchen mal aufgetaucht. Vor vorkommt. allem Basset Hounds sind immer aufgetaucht. Auch im Originalfilm, im Ja, Manga und auch in überall anderen Ecken. aber am Rande, dass Bateau selber einen hat, das ist Erst. nur im zweiten Teil aufgetaucht. Ja. Und in Second Dick kam es auch vor. Ja, aber das hat nichts mit dem Original-Movie zu tun. Hätte man jetzt den Basket bloß am Rande gehabt mit den Streunern und nicht noch Motoko ihn füttern lassen wieder und dann Batou Bier trinkend mit dem Hund streichelnd da gehabt. Weil Batou würde seinen Hund nie in Gefahr bringen. Das verpasst du also als Da Regisseur lehnst du von dich jetzt mir an in die ab, bitte. Fanboy-Ecke. Das ist jetzt eine Fanboy-Ecke, wo du jetzt zusammen bist. Sag mal Ja, so, aber das ist jetzt extrem ich würde ihm Fanboying. nichts Da wollen wir jetzt behaupten. nicht hin. Das ist zu weit raus. Wir wollen uns lieber auf die Ja, genauen Sachen aber beschäftigen. Und ich muss wie sagen, gesagt, es war ein bisschen viel. Es es war ein war zu bisschen viel. viel. Sie hätten weniger machen können und mehr eine Originalstory oder halt eben, wenn sie schon eine Origin-Story, nicht so eine verwachsene Story, wo sie mehr oder weniger rechtfertigen, weil sie hätten nicht einmal rechtfertigen müssen, warum Scarlett Johansson drinnen ist. Weil damit vermauern sie einfach nur ihr Whitewashing, mehr oder weniger. Weil sie eben sogar sagen, nein, wir whitewashen nicht, weil, schau her, Scarlett Johansson ist nur drin, weil es Scarlett Johansson ist. Es hat nichts damit zu tun, was für eine Schauspielerin sie ist. Sie hätte jede Art von ethnischer Herkunft haben können. Es ist einfach nur quasi, sie ist momentan der Hot Shit in Hollywood. Hat nichts mit irgendwelchen rassistischen oder Skin-Tone-mäßigen Geschichten zu tun. Einfach nur, Scarlett Johansson ist gerade der Hot Shit, wir brauchen den Hot Shit in unserem Hot Shit. Halleluja. Mehr war es nicht. Ende. Aber die Erklärung rundherum war so, da ist das Löchchen, da ist die Faust. Ja, wir kriegen schon rein und wir beide heulen. Es ist Oh so brutalstens reingehämmert, einfach nur weil. Das hätte alles nicht drin sein müssen, einfach nur weil es einfach nur zum Ärger, es ist einfach nur Ärgernis. Und sie da denken halt eben quasi, das ist dieser Aspekt, wir machen einen dummen Film, aber wir versuchen schlau zu sein. dazu Motoko ausrasten zu lassen und diesen armen Kleinkriminellen, der ja ein Müllmann sogar ist, was ja auch nicht so war, Ja, die im Szene ist Prinzip sowieso, die ist auch verkloppen. wieder nur, weil es halt eben in dem Originalfilm war, brauchen wir diese Szene, egal wie wir dorthin kommen. Ich Ja, meine. dann übernimmst du aber gefälligst auch 100% der Szene und nicht nur 50% und lässt dann wirklich Bateau vom Major runterreißen von den Typen, den Ja. Major, weil der Major nicht aufhört. Der Major war immer pure Selbstbeherrschung, weil der Major immer introvertiert war. Immer. Man hat Ja, ihn dafür einfach mal und dann raus. lassen sie auch noch diese nette kleine Szene aus, wo Bateau seine Jacke aussieht und ihr überwirft, weil es ihm unangenehm ist, wenn sie mehr oder weniger nackt herumläuft. Weil dieser Skinsuit, den sie hat für ihre Tarnausrüstung, mehr oder weniger nicht fürs Auge verdeckt, mehr oder weniger. Und es kommt Ja, so er will oft halt. vor, dass er mehr oder weniger immer ein bisschen unbehaglich ist, weil sie mehr oder weniger sich nicht kümmert, ob Leute sie nackt sehen oder nicht, weil sie mehr oder weniger auf ihr Aussehen und auf ihre Erscheinung mehr oder weniger keine große, keine zwei Eier legt, okay? Ne, ja, deshalb hat sie auch keine zwei Eier dazu, legt darauf auch keinen Wert, weil es ist ihr egal, nackt gesehen zu werden oder nicht. Das heißt, Batur ist das peinlich, weil Batur was für sie übrig hat. Ihr ist das scheißegal, sie scheißt sogar auf ihre Weiblichkeit, also der ist das Fuck Piep egal. Ja, und deswegen denke ich mal so, sie haben es auf der einen Seite so hindrängen wollen, aber genau die Szenen, die ja für wichtig gewesen wären, haben sie weggelassen. In den Szenen, die sie extra dafür reingestellt haben, damit die Fans was zu sehen haben, und lassen dann genau den Teil aus, der wichtig wäre. Okay. Wow, das ist so 5 cm nach einem Marathonlauf, als Ziellinie rechts abbiegen und dann rein ins Gebüsch. Oh ja. Und dann BOOM! Dann geht eine Bombe hoch. Sorry, was soll das? Nein, eine Tretmine nach der nächsten, ab ins Ne, Minenfeld. das ist so Sideshow-Bob-mäßig. Immer so quasi, egal wo er sich hinredet, kommt ein Rechen hoch und so. Das erinnert mich eher an Sunabusa. Jedes Mal, wenn er kurz vor seinem großen Erfolg ist, verkackt das. Jedes Mal. Also im Endeffekt, und ich glaube, wir haben uns lange genug herumgeeiert auf dem Thema, wir wollten es eigentlich kurz halten. Oh Ist der ja. Film okay? Ja. Ist Ja. der Film gut? Meh. Ist der Film für Fans?
Wenn du kein großer Fan bist und nur weißt, was ungefähr im ersten Film passiert und nichts von den Mangas, nichts von den Serien, nichts von den irgendwas kennst, außer dem ersten Film, bist du auch noch im grünen Bereich. Alles Weitere, sobald du die TV-Serie gesehen hast, sobald du die Mangas kennst, sobald du die zweiten Filme, den zweiten, dritten Film kennst, sobald du Arise kennst, wird's schon gefährlich. Sobald du Tachikomas liebst, bist du schon draußen. Ja. Wenn du Tachikoma siehst, bist du zu weit. Dreh um. Okay? Und Nein, also ich hatte eigentlich vermutet, dass man irgendwo in dem ganzen Film irgendwo einen Tachikoma erblickt. Ich habe drauf gewartet, aber man hat ihn nicht gesehen. Interessanterweise. ich habe so gehofft, dass die Tachikomas kommen. So gehofft. Das kommt Nein. dann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ja, aber ein Ghost in the Shell ohne Tachikoma ist kein Ghost in the Shell. Leider, ja. Mann, wie gesagt, der Endkampf war unbefriedigend. Die Cuts waren ab und zu kopfschüttelnd. Es ist eine Menge Fanservice mit einer sehr flachen Story. Es ist zumindest Oh keine ja. beleidigende. Es ist zumindest nicht beleidigend, mal abgesehen von dieser ganzen Geschichte um den Major herum und ihrer Herkunft. Was ehrlich gesagt sicher noch mehr Leute wesentlich größer aufregen wird und auch schon hat, wie ich gesehen habe. Oh Weil sie ja. einfach so, wirklich so, nein, nein, wir machen hier kein Whitewashing, schaut's her, wir erklären sogar, aber wenn ihr es erklärt, macht ihr Whitewashing, ihr Idioten hier. Das ist so Aber dieses, geschrieben von Dreijährigen. der Moment, das schlimmste Whitewashing, was ich hatte, außer Motoko, war immer noch die Waffen. Das war absolut Whitewashing. Das war so traurig. Die haben teilweise, am Anfang haben sie Batou noch eine Saburo in der Hand gedrückt. Und später haben sie denn diese scheiß US-Waffen genutzt. Warum? Warum? Weil Amerika! Weil die kennen keine anderen Waffen aus ihrer MGs. Ja, stimmt. Wenn die, wenigstens hatten sie den Mateba. Aber den alten, statt sie den neuen nehmen, der ähnlicher sieht wie Togusa sein Mateba aus der Serie. Ja. Nein. Wenigstens haben sie das. Und ich war auch so gesehen von den ganzen Nebencharakteren relativ beendet, dass sie wenigstens auftauchen, auch wenn sie nicht wirklich viel oder gar nichts zu tun haben. Weil Du redest gerade von Paz und Boma, ne? Das Schlimmste war aber immer noch Ishikawa. LeFloid als Synchronsprecher und dann ein Ishikawa, der sich lauter neue Teile besorgt, Damit er mehr saufen um kann. besser saufen zu können. Was dumm ist, weil Ishikawa, gerade Ishikawa, einer der besten Ja, Cyberhacker bis und auf den top an die Major deutsche auf dem ganzen Synchronhe. Wir Planeten. holen uns einen YouTuber, weil den die Kids kennen, für einen Satz. Wow, und dann ist es der Satz, der mehr oder weniger alle Fans anpissen wird. Der Satz, der zu LeFloid, aber nicht. LeFloid ist ja anerkannter Anime-Fan. Und seine Top-10-Liste ist schon totaler Bullshit. Der hat, glaube ich, vier Endless Shonen in seiner Top-10-Liste. Und bei Evangelion ist er auf seiner Nummer 1 und Nummer 2 hat er irgendwie gesagt: Ja, toll, deep, voll geil. Wo ich mir denke: Hallo, du erklärst gerade, Ich warum glaube, du für an den Anime liebst. LeFloid-Rant haben wir jetzt noch zu viel Hass in uns, also lassen wir das einmal ein bisschen, weil sagen wir es einfach so, es ist komplett sinnlos. Dass er drinnen ist einfach nur mehr oder weniger genauso, warum Scarlett Johansson im Film PR. ist genauso deswegen Es LeFloid ist hier in der deutschen PR, es Synchro. ist Fanservice. Es ist so Fanservice wie für beim. wen? Niemand! Niemand, mit dem ich im Kino Doch, für war, hat das diese bemerkt. abgefuckten. Doch, für die abgefuckten Fans von diesen Lutschern. Nur für die abgefuckten Damit die Fans ins von euch. Kino gehen, ja, damit sie, Komisch. damit, weil sie glauben, Ja. sie müssen das machen, weil sie keine Zukunft sehen für solche Lizenzen hier bei uns oder allgemein, weil immer noch glaubt, oh, es ist so ein Nebenbereich. Ja, es ist immer noch ein Randbereich, aber bei weitem nicht mehr so ein kleiner Randbereich. Nicht mehr so klein, wie ihr das vorstellt. Es ist einfach dieses typische, wir sind die Wirtschaft, wir wissen, was wir tun. Nein, tut ihr nicht, habt ihr nie, werdet ihr nie. Ehrlich, was Medien angeht, waren die immer mindestens 10, 15 Jahre in der Vergangenheit. Ist leider so. Und Oh ja, oh wie gesagt, das mein personal favorite und unerkannter Hero in dieser Serie, Boma, nicht einmal wirklich was zu sprechen bekommen hat, ist ein bisschen. ja. Er ist nicht mal aufgetaucht, dafür diese Er dumme war im Änderung. Bild, er war im Bild, er war in Echt? dieser komischen Besprechung mit dem Hologramm, wo alle im Oh Raum waren. Er nö. war im Hintergrund, er war im Wa Hintergrund. warum war er? Warum war er im Bild und nicht? Warum war er nicht über die Sprechrolle statt dieser komischen Inderin? Warum? Warum?
Keine Ahnung. Diese Inderin ist doch nie vorgekommen, in nichts. Ich müsste auch überlegen, woher kommt sie? Naja, sie brauchten ein zweites Mädchen in der Gruppe, damit sie zu heterogen auswirkt, wahrscheinlich. Warum haben sie denn nicht einfach einen der ganzen KI-Leute genommen oder einen der Androiden? Sie hätten doch auch Proto zum Weibchen machen können. Das ist Proto scheißegal. Und Proto sah ja aus wie eine halbe Frau, also von daher hätten sie auch Proto nehmen können. Das ist zu schlau. Das ist zu schlau. Hätte niemand gemerkt, der nicht darauf aufpasst. Und weißt du, wir machen es für die Fans, aber nicht für die Fans. Weil wir wollen einfach nur die Wald- und Wiesen-Zuschauer. Und ich freue mich jetzt nur noch auf die Generation, die daraus entsteht. Weil wenn jetzt Leute kommen und sagen, wow, jetzt will ich Anime schauen, weil ich diesen Film gesehen habe. Wenn daraus was wird und das dann eine längere Szene, haben die jetzigen Anime-Fans, die jetzt schon nicht mehr wirklich viel am Hut haben, sagen wir so, große Probleme. Dann haben wir Das nichts wird, mehr zu laufen. hey, ich habe das Bild jetzt im Kopf so mehr über, wow, die Fans, die aus dieser Generation mit diesem Film entstehen und die Fans, die wir jetzt haben, da habe ich jetzt quasi, das ist die Schlacht um Mittelerde und alle haben diese gepolsterten Sicherheits-Kopfschutzdinger aus diesen ganzen Comedy-Filmen auf und alle reden so. Die werden wir Und alle gehen so mit diesen Sicherheits-Schaumstoffschlägern aufeinander los. Macke. Epische Schlacht. Oh, das wird geil. Ja, und dann kommen die Waren von hinten in ihren Ganzanzügen und schießen einfach. Ja. Mit Wattebäuschen. Oh, das Massaker. Und die schaffen es dann auch noch wahrscheinlich. Sich damit umzubringen. Okay, auf jeden Fall. Lassen wir es einfach so bleiben. Also, im Grunde. Endfazit. War der Film schrecklich? Nein. War der Film Nein. gut? Nein. Hat der Film mich wahnsinnig geärgert? Als ich aus dem Kino ging, ja. Aber ich danach nachgedacht und habe mich dann gegen diese Hass-Tirade entschieden. Ja, warum? Ja. Weil es mich nicht gestört hat, weil es mich nicht direkt betrifft. Ich kenne die Serie jetzt seit den 90ern. Ich verfolge, was darin vorkommt. Ich sammle die Sachen. Es ist für mich kein Problem. Es ist ein riesengroßer, mehr oder weniger Fanporno mit jeder Menge Coitus Interruptus, die sehr viele von den Fanboys und Fangirls stören wird. Warum? Weil sobald du einmal siehst, wo das Ding herkommt und dann siehst, wo es hingeht, sagst du jedes Mal so, ha, oh. Es ist so dieses Niesen und du schaffst es nicht auszuniesen. Es kitzelt und kitzelt und kitzelt und du kannst nicht niesen. Und das mehrfach hintereinander. Und denk mal, wenn du da nicht, wenn du da logischerweise irgendwann angepisst bist, logisch, kann man nichts machen. Es ist aber trotzdem immer noch eine von den besseren Adaptionen. Es ist kein Dragon Ball Evolution. Ja, aber es ist für Wir mich ganz wissen, wie es trotzdem schlechter deprimierend. geht. Freuen wir uns darüber, Ja. dass es nicht so schlecht wurde. Okay? Ja, aber sie haben Erwartungen. Ich sag's mal so, das Problem ist bloß, man hat Erwartungen geschürt, die nicht erfüllt werden. Und das ist das Naja, Problem. die Erwartungen haben sich alle selbst gemacht, als sie die Trailer gesehen haben und nur die Fanservice-Momente gesehen haben. Und alle so, oh mein Gott, was da alles drin sein wird, schau dir das an, es ist genauso wie im Film. Die sollen eine Adaption machen und keine Kopie. Dann bekommen wir sowas wie Cabin Fever wieder mal, was so ein Scheiß. Ach, geh. Auf jeden Fall. Was wir bekommen haben, ist okay. Man kann damit leben. Ist es wirklich gut? Haben sie etwas gemacht, worauf man stolz sein kann? Nein. Okay, ich bin nicht stolz drauf. Und ich werde sicher niemandem sagen, dass das das Beste ist, was ich jemals gesehen habe. Es ist die beste Adaption bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass es besser nicht geht. Okay? Es ist eine gute Adaption, die weit viel Probleme hat, aber ausbaufähig ist. Man kann daraus noch etwas machen. Man kennt aber Hollywood, die werden sie in den Boden reißen wie sonst nichts. Also erwartet nicht zu viel. Kann man es anschauen? Ja. Aber schalte dein Hirn aus. Es ist nicht einfach nur ein dummer Film, es ist ein sehr dummer Film. Und für Fans mehr schmerzhaft als Freude, okay? Wenn du aber auf der masochistischen Seite bist, wie unser einer zum Beispiel, dem ist ja nicht unbedingt so viel, was ausmacht, ab und zu mal Schmerzen zu empfinden. Ich war Kinofilme, die sich kein normaler Mensch anschauen würde, und ich sammle Filme, die kein normaler Mensch anschauen würde, okay? Also, wenn du auf der Seite bist und mit Schmerzen zurechtkommst, geh rein! Geh sofort rein!
Du wirst dich freuen und leiden gleichermaßen. Kitzelbüm, Kitzelbüm, Kitzelbüm. Wer diese Aussprache jetzt wirklich verstanden und woher das kommt, denkt er, wow, du hast das gesehen? Ja, ich hab das gesehen. Ich hab den Marquis de Guy gesehen. Wer das jetzt dann kennt und sagt, oh Mann, ich hab eh schon mehr verraten, als ich eigentlich wollte am Anfang. Wenn du das jetzt weißt, woher das kommt, dann sag ich, wow, ja, ich hab Sachen gesehen. Wo ihr nicht einmal glaubt, dass ich mir das angetan habe. Und ich hab's freiwillig getan. In diesem Sinne, danke an dir, Gamui. Oder hast du noch ein Schlusswort? Dein Resümee über den Film? Ja, er ist keine 15 Euro wert, aber man kann ihn sich ansehen. Zumindest einmal. Ja. Ja. Ja, aber das, wie gesagt, es war meine erste. Wo hab ich das Ding jetzt danach her? Es war übrigens meine erste 3D-Entjungferung. Das erste Mal im Kino seit Jahren und dann 3D. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, das ist wirklich eines von den bescheuertsten Gimmicks, die ich jemals gesehen habe. Es hat ungefähr 5 Minuten gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass sich meine Augen drauf gewöhnt haben, das erste Mal. Und. Nicht kalt und nicht warm. Ehrlich, wer wegen 3D ins Kino geht, der hat verloren. Aber ansonsten, wie gesagt, gute Umsetzung der Welt, schlechte Umsetzung der Geschichte. Verhackt bis zum Gehtmann. Ich bin gespannt, was sie jetzt überhaupt noch machen wollen. Also, ab jetzt wird es erst richtig lustig, wenn sie noch einen nächsten Teil machen. Und so wie es aussieht und wie erfolgreich das ist, kommt sicher mehr. Und wir werden mit einem interessanten Zukunfts... Verhalten in Hollywood jetzt zu tun haben, wenn sie sehen auf einmal, oh, das bringt ja Geld. Und jetzt werden auf einmal all diese Sachen, all diese Lizenzen langsam nach oben blubbern, die seit Jahrzehnten in den Lizenzuntiefen bei den ganzen großen Studios blubbern, wo alle denken, das ist nur ein Gerücht. Und nein, das ist nicht nur ein Gerücht. Dann. Ab dann wird sich Loch Ness wirklich zeigen. Das Monster aus der Tiefe wird sich zeigen. Und dann haben wir Sachen, von denen ihr nicht einmal geglaubt habt, dass sie machen. Und sie machen jetzt eine Live-Action-Adaption von Full Metal Alchemist. USA-Edition, nicht die japanische. Die Amerikaner machen auch eine. Also, wartet ab. Was noch? Massa. Wir sind am Ende. Es gibt kein Massa am Ende. Es gibt kein Massa am Ende. Wir sind am Ende. Tschüss, ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt wird man es zum Ende bringen. Ciao, ciao. Cheers.